Vater, sag mal, wer hat dieses Kreuz da aufgestellt? Wer ist da verstorben? War das irgendein Held? Sohn, lass mich dir erklären, es ist eine Frage des Glaubens. Halb Mythos, halb Geschichte, doch sie öffnet dir beide Augen. Dort, wo das Kreuz steht, hat einst eine Kapelle gestanden, für jeden zum Betreten, zum Beten und zum Danken. Und eines Tages standen drei Hirten hier, die sich vor dem Gewitter fürchteten und verschlossen die Tür. Es blitzegrell und donnerte laut, und schon sehr bald holte die Angst weit aus in diesem kalten, engen Bau. Doch das Unwetter wollte nicht abreisen, und nach stundenlangem Beten fing sie an zu reden und zu streiten. Einer von uns wurde vom Teufel geschickt, ein Ungläubiger, ein Gotteslästerer, ein Atheist, jedenfalls ist hier kein Platz für drei. Und deswegen wagen wir uns in den Regen und fordern den Beweis. Wir stecken unsere Hirtenstäbe dort hinten in die Erde, und durch einen Blitz, einen Schlag wird er entlarvt, der falsche Gefährte. Wer ist der Erste? Und es herrschte langes Schweigen, Misstrauen in den Blicken, wie war das nur auszuhalten? Wenn einer losrannte, würden die anderen beiden dann bleiben, es gegen den Dritten verbinden, ihn von innen die Tür zu halten? Bevor wir weiter streiten, rennen wir alle drei. Du wirst sehen, du hast dich geirrt, und ganz schnell geht es vorbei. Und so rannten sie los, stachen ihre Stäbe in das Moos und flogen zurück in des Kapelles sicheren Schoß. Und dann hieß es warten, ihnen stockte der Atem, als Blitz und Donner tatsächlich auf die Stäbe eintrafen. Zunächst sahen sie ein grelles Licht, doch dann erkannten sie es ganz deutlich, der mittlere Stab stand in Flammen. Das ist deiner, verdammt, nein, du bist keiner von uns. Hau ab, geh und leb in Ruhe, verrecke im Sumpf. Aber Jungs, was soll das bitte, lass mich wieder rein. Doch da half kein Flehen, kein Treten, kein Schlagen, kein Schreien. Er wurde vor die Tür gesetzt und war auf sich allein gestellt. Wo sollte er jetzt noch hin, in dieser großen, weiten Welt? So rannte er, so schnell er konnte, und wurde nie wieder gesehen. Während die anderen beiden weiterhin hofften und flehen. Hier drin sind wir sicher und kann nichts mehr geschehen. Wir haben das Richtige getan, dieser Mann musste gehen. Er war stets ein guter Gefährte, nur sein Glauben der Verkehrte. Nur Gott weiß, was wird als Nächstes geschehen. Und im nächsten Augenblick waren sie zur Ewigkeit verdammt. Ein Blitz, ein Schlag setzte das verdammte Dach in Brand, Feuer in der Kapelle, das ganze Gemäuer stand in Flammen. Ein ächzenden Seufzer brachst über die Hirten zusammen. Kurzerhand die beiden verloren den Kampf und sind verbrannt. Und seitdem steht dieses Kreuz dort am Straßenrand. Und was war mit dem dritten Mann? Keiner weiß es, es gibt viele Geschichten, aber es bleibt ein Geheimnis.